Hola, Senora. Hi, wir wollten eigentlich nur... Ich habe mit der Dame gesprochen, Chico. Hi, ich heiße Nicole Collard. Concha Garcia. Wie kann ich Ihnen helfen, Schwester? Die Firmengruppe, die ich vertrete, plant eine größere Investition in Caramonte. Ihr Rat als offensichtlich erfolgreiche Führungspersönlichkeit ist genau das, was ich hier suche. Mein Assistent Mr. Stobart würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Haben Sie mal von einem Kerl namens Karzak gehört? Nein. Wer soll das sein? Er ist der Grund, warum wir nach Caramonte gekommen sind. Wir vermuten, dass er einen Drogenring betreibt. Naja, ich hoffe, Sie finden ihn. Aber den Namen habe ich noch nie gehört. Können Sie mir etwas über das Grubenunglück in der Mine erzählen? Unglück? Das war Sabotage. Jemand wollte, dass ich meine Mine schließen muss. Für immer. Haben Sie irgendwelche Beweise, dass die Mine sabotiert worden ist? Noch nicht. Aber ich bringe da schon noch Licht ins Dunkel. Es gab seit Monaten immer wieder Ärger in der Mine. Die Belegschaft wurde von Tag zu Tag kleiner. Jemand hatte unter den Männern das Gerücht ausgestreut, die Mine sei verflucht. Jetzt ist die gesamte Arbeit zum Erliegen gekommen. Wo genau liegt die Mine? Mehrere Tage flussaufwärts in einer abgelegenen Gegend namens Teokulkan. Kennen Sie Professor Ubier? Ja, soweit ich weiß, will er sich gerade auf eine archäologische Expedition begeben. Er hat sich bei mir heute früh ein paar Ausrüstungsgegenstände gemietet. Ich habe gehört, wie er mit dem General geredet hat. Ich glaube, die beiden arbeiten zusammen. Was? Hätte ich das gewusst, hätte er nicht mal eine löchrige Feldflasche von mir bekommen. Aber seit wann interessiert sich denn der General für Archäologie? Erkennen Sie das Symbol hier auf dem Etikett? Condor Transglobal. War das eine Firma hier aus Caramonte? Ja, sie hatten so ein altes Containerschiff. Die Maya-Prinzessin. Wissen Sie, wem Condor Transglobal gehört? Nicht die leiseste Ahnung. Haben Sie von der bevorstehenden Sonnenfinsternis gehört? Ich interessiere mich nicht sehr für diesen Kram. Vielleicht weiß einer der Jungs was darüber. Können Sie mir irgendwas über diese Statue erzählen? Das ist Tezcatlipoca, der Gott des Todes und der Pestilenz. Diesen Talisman würden viele für ein böses Omen halten. Sagt Ihnen dieser Stein irgendwas? Ich würde sagen, es ist ein Geisterstein, gemeißelt von einem Maya-Priester, stimmt's? Ich weiß nur nicht, zu welchem ihrer vielen Götter er gehört. Sehen Sie das hier? Das ist mein Stück Glückskohle. Was ist denn so glücklich daran? Das weiß ich auch noch nicht. Netter Po. Würde Ihnen vielleicht ein Hundekuchen gefallen? Würde Ihnen vielleicht ein Kinnhaken gefallen, Chico? Hätten Sie vielleicht Interesse an diesem Höschen? Scheint etwa Ihre Größe zu sein. Ist das deine beste Anmache, Chico? Ich meine es ernst. Die habe ich zufällig gefunden. Steck es lieber weg, bevor du dich noch zu sehr aufregst. Ein Vorratsschrank. Bleiben Sie da weg! Da wird der Sprengstoff aufbewahrt. Einer aus Conchas Männersammlung. Hi! Einen schönen guten Tag und willkommen bei der Consolidated Mining Bergbaugesellschaft. Wenn Sie in Caramonte City bleiben, dann empfehle ich Ihnen unsere Consolidated Mining Erlebnistour. Eine interaktive Führung durch eine unserer tiefsten Minen mit Reiseführern in drei verschiedenen Sprachen. Eine Führung durch ein Bergwerk? Naja, wir sind eine Bergbaugesellschaft. Was haben Sie erwartet? Wissen Sie etwas über diese Sonnenfinsternis, die bald eintritt? Ich? Nein, Senor. Wissen Sie, wo ich Senor Karzak finden kann? Nein, Senor. Wieso haben Sie keine Hose an? Ich fühle mich wacher ohne Sie. Irgendwie frischer. Und das stört Ihre Chefin nicht?
Sie hat es ja sogar vorgeschlagen. Der Kerl arbeitet wie ein Uhrwerk. Wissen Sie von der Sonnenfinsternis? Ja, und ich freue mich schon darauf, Sie zu sehen. Soll ja ziemlich spektakulär werden, was man so hört. Die findet in ein paar Wochen statt, nicht wahr? In 9 Tagen. Danke. Schon mal von einem Herrn mit Namen Karsak gehört? Nein. Ich kann nicht verstehen, warum sich die Besitzerin mit solchen Männern umgibt. Schon mal von einem Kerl namens Karsak gehört? Nein, Senior. Wussten Sie schon, dass in ein paar Wochen eine totale Sonnenfinsternis eintritt? Ja, Joe hat es mir erzählt. Er schmeißt eine Party und wir sind alle eingeladen. Meine Jungs und ich verkleiden uns als böse Mönche. Wirklich? Cool. Ein widerlich gut aussehender Mann. Freuen Sie sich schon auf die Sonnenfinsternis? Nicht besonders. Und Sie? Ich weiß nicht. Hab noch nie eine gesehen. Alles, was ich weiß, ist, dass man sie sich nicht mit bloßem Auge ansehen soll. Bitte gehen Sie und lassen Sie mich meine Arbeit tun, ja? Schon mal von einem Typen namens Karsak gehört? Sehen Sie denn nicht, dass ich beschäftigt bin? Wenn ich diesen Bericht nicht rechtzeitig fertig kriege, wird die Chefin zur rasenden Furie. Das ist Concha, die Besitzerin der Bergbaugesellschaft. Es gibt sonst nichts weiter zu bereden. Erzählt mir etwas über den General. Ihr wisst schon, der Großmufti hier. Wir lieber nicht reden von ihm, Senor. Wieso nicht? Niemand kann euch hören, nur die alte Ziege. In Karamonte, wir haben Sprichwort. Du nicht erzählen deiner alte Ziege, was deine Frau nicht soll wissen. Und was bedeutet das? Ich nicht weißen. Das ist der verdächtige Archäologe Ubier. Professor Ubier? Ja, wer sind Sie? Ich heiße Stobbart, George Stobbart. Was tun Sie in Karamonte, Professor? Ich suche Maya-Kunstwerke. Mittelamerikanische Geschichte ist mein Lebenswerk. Was wissen Sie über die Entführung meiner Freundin? Ich weiß nicht mal, wovon Sie da reden. Sie wurde in Ihr Haus in Paris eingeladen. Oh nein, nicht von mir. Ich war seit fast 7 Monaten nicht mehr zu Hause. Sagt Ihnen der Name Karsak etwas? Ja, sicher, ich kenne ihn. Genauer gesagt, ohne Karsak wäre ich jetzt nicht hier. Wieso das? Er finanziert meine Expedition. Hatten Sie jemals einen mittelamerikanischen Butler oder Diener? Ich hatte niemals irgendwelche Dienstboten, Monsieur. Erzählen Sie mir etwas über Ihre Frau, Professor. Bitte nein. Ich will nicht über Sie reden. Sie vielleicht nicht, ich aber schon. Warum nannte man Sie Dachshund? Das war nur so ein verrückter Kosename, den ich ihr gegeben hatte. Irgendwie hat das so ein verdammter Reporter rausgefunden. Sehen Sie dieses Etikett hier.
Ja, da steht etwas von einer Firma namens Condor. Und was ist damit? Ich habe die Spur dieser Firma hierher nach Caramonte zurückverfolgt. Wissen Sie, wo ich die Büros von Condor Transglobal finden kann? Die Firma existiert nicht mehr. Sie ist vor kurzem bankrott gegangen. Ich habe Beweise, dass Sie in direkter Verbindung mit Condor stehen. Ich habe Sie angeheuert, um Artefakte zu einer Galerie nach Paris zu verschiffen. Abgesehen davon habe ich keinen Kontakt zu dieser Firma, die ja, wie ich bereits sagte, auch schon längst nicht mehr existiert. Schauen Sie sich das hier mal an, Professor. Was haben Sie dazu zu sagen? Wo haben Sie das her? Das spielt doch keine Rolle. Wie erklären Sie diese Abhebungen? Ich überlasse meine finanziellen Angelegenheiten meiner Sekretärin. Einschließlich Abhebungen in bar von Ihrem privaten Konto? Ich vertraue Gwyneth uneingeschränkt. Und warum Marseille? Warum genau an dem Ort, an dem meine Freundin verschleppt wurde? Das ist doch wohl offensichtlich, Stobbart. Wir sind beide Opfer der gleichen kriminellen Verschwörung. Welche Verschwörung? Ich weiß es auch nicht. Wissen Sie etwas über diese Sonnenfinsternis, Professor? Natürlich. Sie ist zwar nicht der eigentliche Grund meines Besuches hier, aber ich freue mich trotzdem schon darauf, sie mir anzusehen. Warum interessieren Sie sich für die Sonnenfinsternis, Professor? Na, reines Hobby von mir. Eigentlich ist ja Geschichte meine Welt, nicht Astronomie. Aber die Bewegung der Himmelskörper hat mich schon als Kind fasziniert. Um nichts in der Welt würde ich eine totale Sonnenfinsternis verpassen. Hat die Sonnenfinsternis für Sie eine besondere Bedeutung? Für mich? Nein. Für die alten Maya bedeutete sie das Ende des 5. Zeitalters. Vielleicht sollten wir eine kleine Feier ausrichten. Nein. Das Ende jedes Zeitalters bedeutete auch eine weltweite Zerstörungswelle. Und das 5. ist das letzte Zeitalter und endet in der völligen Vernichtung der Welt. Können Sie diese Statue identifizieren, Professor? Oh ja, Tezcatlipoca, der Herr der Finsternis. Ein mittelamerikanischer Gott, richtig? Eine der großen Gottheiten. Tezcatlipoca bedeutet wörtlich übersetzt rauchender Spiegel. Da, sehen Sie den spiegelnden Schild in seiner linken Hand? Die Mayas glaubten, er könne in den Spiegel schauen und damit in die Herzen der Menschen sehen. Er war der Wind, der nachts heranheulte auf der Suche nach Opfern. Und Opfer haben sie ihm dargebracht. Zu Tausenden. Menschenopfer? Männer, Frauen, Kinder, Tiere, alles, was blutete. Über die Stufen seines Tempels flossen Ströme von Blut. Die Mayas hatten eine Legende, der zufolge er eines Tages zurückkehren wird. Ich hoffe, ich bin dann nicht mehr da, um das mitzuerleben. Können Sie mir irgendwas über diesen Stein erzählen? Wo haben Sie den her? Das ist meine Sache. Wie viel wollen Sie dafür? Er ist nicht zu verkaufen. Möchten Sie einen Keks? Nein, vielen Dank. Sollten Sie aber versuchen, die sind gut. Ich kann einfach nicht genug davon kriegen. Ein verloren aussehender Bursche schläft auf dem Boden seiner Zelle. Das ist Miguel, der Flötenspieler. Glauben Sie, der General hatte etwas mit der Condor zu tun? Ach was zum Teufel, niemals. Und wenn der General ist, bin ich Buddhist. Nein, der Typ ist nur der Strohmann für die wahre Macht in Caramonte. Der General ist also nur eine Marionette? Er ist Pinocchio, bevor der die gute Fee traf, total hölzern und an Fäden geführt. Und wer zieht an den Fäden? Seine Mutter, besser bekannt als La Presidenta, die Diktatorin. Im Moment will ich mich mit Nico über nichts weiter unterhalten. Ich weiß nicht, worüber ich mit ihr noch reden soll. Hey, Nico!
Haben Sie eine Landkarte von Caramonte? Eine Karte? Tut mir leid, Senor, sowas habe ich nicht. Was ist mit der da an der Wand? Ach, das ist eine archäologische Übersichtskarte, Senor. Nicht geeignet für Touristen. Ich komme wieder. Ich wüsste nicht, was ich ihn noch fragen sollte. Ich habe keine weiteren Gesprächsthemen auf der Pfanne. Es gibt sonst nichts weiter zu bereden. Ohne Ausreisevisum. Sie kommen hier nicht weg. Warum ist der General nicht eingeladen zu Ihrer Party? Weil er jedes Mal zu Partys seine verdammten Eppies aus den 70ern mitbringt. Haben Sie irgendwelche Beweise dafür gefunden, dass die Condor Drogen geschmuggelt hat? Drogen? Teufel, nein! Die Condor war eine Scheinfirma zum illegalen Export von Maya-Kunstwerken. Wer steckt also hinter der Condor Transglobal? Als Eigentümer war ein gewisser Senor Aidan registriert. Haben Sie den Typ ausfindig machen können? Ich glaube nicht, dass er jemals existiert hat. Aidan rückwärts gelesen heißt Nadi, das spanische Wort für niemand. Ist Miguel der Grund, warum Sie hier sind? Gut nachgedacht, George. Ich sollte mit ihm Kontakt aufnehmen. Aber als ich ihn endlich gefunden hatte, steckte er schon im Kittchen. Seitdem suche ich nach einem Weg, ihn da rauszuholen. Klingt gut. Auf mich können Sie dabei zählen. Guter Mann. Alles, was ich brauche, ist ein Sprengzünder. Wieso haben Sie eine ganze Wagenladung Sprengstoff, aber keinen Zünder dabei? Nennen Sie mich ruhig altmodisch, aber ich finde, Koffer packen ist Frauensache. Ich habe es Pearl überlassen und jetzt kann ich nichts wiederfinden. Ich hoffe nur, sie hat an meine Zahnpolitur gedacht. Ich würde mich ja schämen, in die Staaten zurückzukommen mit Teer auf den Zähnen. Bewahren Sie hier vielleicht irgendwelche Sprengkörper auf? Klar. Sprengstoff und Zünder sind in dem Schrank da. Sie hätten nicht zufällig etwas übrig? Ich kann Ihnen nicht einfach einen Sprengsatz geben. Nicht ohne einen verdammt guten Grund. Der General hat eine Landkarte in seinem Büro, über die er sich mit Ubier unterhalten hat. Vielleicht verrät uns diese Karte, wo Sie hinwollen. Mag sein, aber ich komme ja nicht ran, solange der General und sein Kumpan da drin sind. Thank you.
Könntest du den General nicht ablenken, während ich einen Blick auf die Karte werfe? Du scherzt wohl. Hast du nicht gesehen, wie der mich angegeifert hat? Doch, doch. Du gibst eine prima Schlangenbeschwörerin ab. Komm schon, ich brauche nur 5 Minuten. Naja, vielleicht. Aber es ist dein hirnrissiger Plan. Du übernimmst das Reden. Meine Freundin würde Sie gerne um einen Gefallen bitten, General. Für Sie, meine Liebe, tue ich alles. Ich hab's mir anders überlegt. Oh nein, hast du nicht. Sie ist einfach zu schüchtern, Sie um ein Interview zu bitten, General. Ein Interview? Mit mir? Fabuloso! Nun, ich... ich würde gerne eine Story über Sie schreiben. Hast du das gehört, Rinaldo? Eine exklusive Hochglanz-Doppelseiten-Story über deinen geliebten General. Sie, Signore General. Kümmere dich hier um alles. Ich gehe in meine Wohnung zurück und ich möchte nicht gestört werden. Dafür wirst du mir bezahlen, George Stobbart. Mach dir keine Sorgen. Wenn du länger als ein paar Stunden weg bist, komme ich und hol dich. Ein paar Stunden? Würden Sie einer alten Freundin von mir die Ruinen zeigen, jetzt wo der General weg ist? Es wäre mir eine Ehre, Senor. Danke, ich gehe Sie schnell holen. Wissen Sie, wo ich einen Sprengzünder herbekommen könnte? Hat Duan dich zufällig darauf angesetzt? Oh, jetzt verstehe ich. Der ist zum Hochjagen der LKW-Ladung Sprengstoff, richtig? Hey, jetzt kommen Sie aber. War doch nur ein Scherz. Oder dachten Sie vielleicht, ich meine das ernst? Ich weiß doch, wie ihr Jungs seid, wenn ihr zusammenhockt und Pläne schmiedet. Duane sagte mal, er könne alle Probleme der Welt lösen, wenn er nur genug Raketen hätte. Ich habe alles arrangiert für Ihren Besuch im Tempel, Pearl. Oh, das ist aber wirklich lieb, George. Warum kommst du nicht mit, Honey? Würde ich ja liebend gern, aber gerade jetzt muss ich schnell mal die Welt retten. Hör mal, Süßer, ich suche einen offiziellen Fremdenführer, der mich zur alten Pyramide bringt. Für eine bezaubernde Dame würde ich bis ans Ende der Welt gehen. Und für sie immerhin bis zur Pyramide und zurück. Aber was ist mit ihrem Mann? Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Also lass uns abhauen. Nachdem Pearl und Rinaldo sich auf den Weg zur Pyramide gemacht haben, gehe ich daran, das Polizeirevier zu durchsuchen. Ich brauche keine Reklamesendungen, besonders nicht die von anderen Leuten. Sieht aus wie eine geologische Übersichtskarte der Gegend südöstlich von Caramonte City. Etwa 80 Kilometer landeinwärts und flussaufwärts war ein Gebiet mit dem Wort Teokulkan markiert. Der Aktenschrank ist wahrscheinlich abgeschlossen. Ein Stück Seil zu einer Henkersschlinge geknüpft. Jemand hat freundlicherweise kleine Blenden für die Birnen gestiftet. Der Rest des Gefängnisses sieht aus wie eine öffentliche Toilette in England. Es ist Miguel, der Musiker. Ich bin George Stobbart. Du bist Miguel, der Musiker, stimmt's? Ex-Musiker, Senor. Meine Karriere ist beendet. Ein Besuch im Gefängnis könnte doch ein prima Karriereschub werden. Senor, ich würde lieber sterben, als mit dieser Schande zu leben. Warum hängt diese Schlinge darunter?
Rinaldo hat sie für mich geknüpft, damit ich mich aufhänge. Weinen Sie nicht um mich, Senor Stobart. Wenn ich tot bin, wird die Göttin meine Seele zur ewigen Ruhe ins Paradies führen. Kennst du einen Kerl namens Karsak? Ja, der alte Mann hat von ihm gesprochen. Der Ausländer? Professor Aubier? Stimmt, dieser Mann, Karsak, er ist Aubiers Boss. Ich habe mir diese Karte auf dem Polizeirevier gründlich angesehen. Es ist eine Karte von Caramonte. Verrät die uns, wo Aubier hin will? Ja, zu einem Ort namens Teoculcan. Da ist die Mine. Ich frage mich, warum die so geheimnisvoll tun, was Aubiers Pläne angeht. Eines ist sicher. Wenn der General mit drin hängt, führen die nichts Gutes im Schilde. Ich würde gerne mal mit diesem Musiker Miguel reden. Nehmen Sie einen Sprengsatz und holen Sie ihn aus diesem Gefängnis raus. Das ist der Zünder aus dem Büro der Bergbaugesellschaft. Sie, verschwinden! Hier ist der Zünder, Duane. Reden Sie etwas leiser, George, oder wollen Sie, dass jeder Sie hören kann? Sie gehen am besten rüber und warnen Miguel vor, dass die Kavallerie unterwegs ist. Okay. Hey, Miguel! Was ist los? Was passiert? Wir holen dich hier raus. Wer ist wir? Haben die Amerikaner die Delta Force geschickt? Nö. Das Team von Cobra übernehmen sie? Bring mich nicht zum Kotzen. Viel besser. Also wer? Ein portionierter Grußkartenverkäufer aus Ohio. Ich bin verloren. Da bist du nicht der Einzige. Ich hätte es wissen müssen, als ich sie zum ersten Mal sah. Sie bringen nichts als Ärger. Hören Sie, ich kann alles erklären. Rein in die Zelle. Sofort. Und wenn ich mich weigere? Dann erschießt er Sie. Okay, alle schön hergucken, wie ich ganz ruhig in die Zelle marschiere. Kluge Entscheidung, elender Norteamerikaner. Einer der Gründe, warum ich Feuerwaffen so hasse, ist, dass sie die Leute so unhöflich machen. Ich hoffe, Sie genießen Ihren Urlaub, Senor Stobart. Geh deine Waffe polieren, Rinaldo. Das war doch bestimmt Teil Ihres Planes, richtig? Naja, auf eine gewisse Art, nein. Mir sind gerade die Ideen ausgegangen. Jetzt hängt es allein an Nico. So, da wären wir. Sie haben sich ja umgezogen.
Ich dachte mir, ich schlüpfe schnell mal in was Bequemeres. Der Gestank von billigem Rasierwasser überrollt mich wie eine Tränengaswolke. Also, was wollen Sie denn über mich wissen? Fragen Sie und ich werde antworten. Ich werde Ihnen nichts, gar nichts abschlagen. Ich bin ein sehr großzügiger Mensch. Wie schön für Ihre Freunde. Ihre Augen glänzen heller als die Sterne. Von seinem verdammten Rasierwasser tränen mir die Augen. Mir geht langsam das Sofa aus. Ebenso mutig wie schön. Ich bewundere sowas. Schön, solange er es aus der Ferne bewundert. Ein Tigerfell liegt auf dem Boden. Dem Tiger ist nicht mehr zu helfen. Eine Lavalampe. Ziemlich cool auf eine etwas rückständige Art. Der General hält sie zweifellos für cool. Punkt. Ich will keine Lavalampe. Das ist General Grasiento im voll aufgedrehten Schwerenöter-Modus. Das Porträt irgendeines Typen in Uniform. Ich will das Bild nicht. Ein ausgestopfter Schwertfisch. Beim genaueren Hinsehen entdecke ich, dass der Schwertfisch mit Einschusslöchern übersät ist. Der General ist ein echter Sportsmann, da gibt's kein Vertun. Die absolute Spitzentechnologie. Zumindest im Jahr 1978. Ich will mir keine schwachsinnigen Seifenopern reinziehen. Diese Tür ist ein möglicher Fluchtweg. Ich muss weiter mit ihm reden, aber worüber bloß? Wir haben absolut nichts gemeinsam. Ist das eine Lavalampe? Klar. Sieht sehr beeindruckend aus im Dunkeln. Ich mache kurz mal die Vorhänge zu. Nein, nein, bitte nicht. Es ist doch so ein herrlicher Tag draußen. Mir gefällt Ihr, Fernseher. Oh ja? Cool, was? Dieses Tigerfell, den haben Sie doch nicht selbst erlegt, oder? Leider nein. Ich musste ein synthetisches aus den Vereinigten Staaten importieren. Aber man liegt da sehr bequem drauf. Nackt. Bedauerlicherweise bin ich allergisch auf Kunstfasern. Großer Fisch. Selbst gefangen? Gefangen? Ha! Angeln ist was für Kinder. Aber wir haben... Moment mal, sind das Einschusslöcher? Zwei ganze Magazine mit einer Vollautomatik. Der hat sich vielleicht angestellt. Mami! Was ist hier los? Nichts, Mami. Ich war nur... Ich bin in Uniform. Und wenn ich meine Uniform anhabe, heißt das... Signora la Presidenta. Entschuldige, Signora la Presidenta. Also, was ist los hier? Was geht hier vor? Nicht, Signora la Presidenta. Ich habe meiner Freundin Nico gerade nur gezeigt, was ich für tolle Sachen habe. Hallo. Guten Tag, Senorita. Und was für Absichten haben Sie in Bezug auf meinen Sohn? Absichten? Wir haben nur geredet. Wie nett.
Sie hat ein gutes Knochengerüst, Raoul. Hat sie auch Verstand? Sie ist Reporterin. So, ist sie das? Und was für Fragen hat sie dir gestellt? Ich bin freischaffende Fotojournalistin. Ich mache Lifestyle-Reportagen. Für welche Art von Zeitschriften? Ist wohl am sichersten, die Dummchen-Tour zu versuchen. Mit gutem Knochengerüst. Für Hallochen, das Leben der Superreichen und Scheinheiligen, Neidmagazin. Exzellent. Raoul, zur Abwechslung hast du mal eine gute Wahl getroffen. Es ist wohl ziemlich klar, wer hier das Sagen hat. Ich hoffe nur, George fängt etwas Sinnvolles mit der Zeit an, die ich ihm hier verschaffe. Und dann geht's weiter mit. Und als Sie in dieser Band da gespielt haben, da habt ihr diesen Song wirklich 2 Stunden lang runtergedudelt? Ja, wir waren wirklich berühmt an unserem College. Obwohl unsere Version war längst nicht so gut wie das Original. Ich habe das Lied noch nie gehört. Aber das dürfte wohl zweifellos stimmen. Hey! Psst! Hey, George! Duane Henderson, bin ich froh, Sie zu sehen. Gehen Sie zum amerikanischen Konsul und sagen Sie ihm, dass ich hier ohne Anklage eingesperrt worden bin. Was soll denn das bringen, George? Der Konsul war Ihr Vormieter in genau dieser Zelle. Wir müssen gutes amerikanisches Know-how anwenden, wenn wir Sie hier rausholen wollen. Oh oh. Know-how und diesen Wagen voll Sprengstoff, den ich zufällig dabei habe. Duane, hören Sie mir zu. Sie werden uns alle umbringen damit. Sie sind so ein alter Schwarzseher, George. Das läuft wie Schnitzelbraten, glauben Sie mir. Negativ an negativ, positiv an positiv. Glaube ich jedenfalls. Okay, nur ein Minütchen. Ich muss mich nur gerade in sicherer Entfernung zurückziehen. Wir schlagen zu, Miguel. Los, die Matratze. Ihr habt komische Sitten da oben im Norden. Und los! Zu spät. Sind wir schon tot? Mist! Was ist los mit dem Sprengstoff? Es gibt keinen Sprengstoff. Mein bescheuerter Lieferant muss mir organischen statt chemischen Dünger eingepackt haben. Alles, was ich jetzt hier habe, sind 400 Pfund leicht angetoastete Pferdeäpfel. Ein wunderschönes Bild, Duane. Aber machen Sie sich nichts draus, mir fällt schon was anderes ein. Das Schloss, das diese Tür versperrt. Ich habe bedauerlicherweise keinen Schlüssel zu diesem Schloss. Ich komme nicht an die Schlinge ran. Hör mir zu, Miguel. Gib mir das Seil und ich bringe uns hier raus. Gibt es einen Ort, wo du dich vor dem General verstecken kannst? Natürlich. Meine Freunde haben ein Boot bereitliegen, das mich flussaufwärts bringen kann. Aber wie wollen sie hier ausbrechen, mit nichts als einem kurzen Stück Seil? Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich denke mir was aus. Aber wenn Ihr Plan nicht funktioniert, darf ich mich in Frieden aufhängen, ja? Hey, Duane, ich möchte, dass Sie dieses Seil an Ihrem Wagen festbinden und dann ein Stück vorfahren. Keine Ahnung, ob das wirklich klappt, aber ich habe das schon oft in Schwarz-Weiß-Western gesehen. Natürlich benutzte John Wayne ein Pferd, während Duane einen kleinen Viertonner fährt. Aber immerhin, das Prinzip ist doch logisch einwandfrei. Wie Sie meinen, George. Bitte verzeihen Sie meiner Mutter, sie kann manchmal etwas schwierig sein. Oh mein Gott, Raoul. Mach ihr einen Antrag, du Idiot. Hören Sie nicht auf sie. Sie will nur endlich Enkel. Glaub bloß nicht, ich könnte dich nicht hören, Raoul. Ich will einen würdigen Nachfolger. Und das bist nicht du. Also mach ihr jetzt einen Heiratsantrag. Oder ich tu's für dich. Hören Sie, Nico, wir kennen uns noch nicht sehr lange. Aber was zum Teufel war das? Ich weiß nicht, was da vor sich geht, aber es ist bestimmt Georges Werk.
Ich sage nichts dazu, denn das liebliche Geräusch zusammenbrechenden Mauerwerks sagt doch schon alles, oder? Schnell, Senor, zum Fluss. Hä? Wartet, was ist mit Nico? George, was hast du denn gemacht? Du solltest doch bloß einen Blick auf die Karte werfen und plötzlich fängst du hier den Dritten Weltkrieg an. Keine Zeit für Erklärungen. Komm weiter. Keine Bewegung, Terrorist und Abschaum. Redest du mit mir, Kleiner? Ja, ich rede mit dir, fetterer Mann. Und mein Name ist nicht Kleiner. Ein Wort der Warnung, mein Kleiner. Wenn du weiter mit diesem Erbsenwerfer vor meinem Gesicht rumfummelst, wird der Nächste, der ihn zu Gesicht bekommt, dein Proktologe sein, kapiert? General, ich kann mit Stolz berichten, dass ich die Terroristin gefasst habe. Du Idiot, nicht die, den anderen Amerikaner und diese Französin, das sind sie. Als ich das Bewusstsein wieder erlange, bin ich allein, angespült am Flussufer. Aber ich folge dem Klang und entdecke ein Baumhaus in einer nahegelegenen Lichtung.